Ich glaube, es ist mal wieder überfällig, diesen Panzer in Aktion zu sehen. Der Rheinmetall Borsig, den sehen wir heute. Und dabei ist es wirklich ein feines Gerät, der mir bei World of Tanks unglaublich lange, unglaublich viel Spaß bereitet hat. Wir sehen ihn hier in Anführungszeichen mit der kleinen, schrägstrich großen Kanone. Die macht ordentlich Schaden, hat aber dafür weniger Durchschlag als die andere. Wie man hier sieht, 215 mit Normal, 334 mit Premium und 150 mm. Also das sind schon satte Geräte, die da vorne am Ende des Tages rauskommen. Die Runde sollte sehr, sehr geil werden. Wir haben eine Runde mit 2112 Basis-XP und sehen, er spielt hier mit Fernrohr und Tarnnetz und das springt genau jetzt an und wir sehen hier gleich das erste Opfer. Der Panther bekommt hier schon mal satt zu spüren, dass man so ein Rheinmetall richtig dolle spüren kann. So, jetzt ist er wieder zu. Gegner hat keine Arti, deswegen kann er sich hier weiterhin da auch austoben. Jetzt erstmal wird ein bisschen Baumfellarbeiten geleistet. Und jetzt ist er offen, muss aufpassen. Schneller Schuss raus auf den Jagdpanther und wieder zurück. Da, wie gesagt, muss er gucken, dass er da nicht zu lange sichtbar bleibt, weil der Rheinmetall ist natürlich dafür bekannt, dass er ganz schnell, ganz gerne viel Schaden frisst und kaum Panzerung hat. Bisher läuft es aber so, wie er es haben will, also da gibt es nichts. So, jetzt macht er hier den Spotter, geht auch gerade nicht auf. Aber Gun Depression ist nicht so gut damit, deswegen muss er hier auch dementsprechend deutlich drüber hinausfahren, dass er da drauf kommt. IS-3 steht hinterhalb, da kommt er nicht drauf. Der Jagdpanther geht da wieder auf, hat aber auch selbst kaum mehr Hitpoints. Also der wurde jetzt auch schon da deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Und jetzt, so knapp. Hat er gefühlt gerade schon ein Überangebot an Zielen. Ich wäre auf den Jagdpanther geblieben. Den hätte er davor schon meines Erachtens wegmachen können, weil dass er da wegfährt, war fast klar. Also die Chance hat er nicht genutzt. Da der IS jetzt leider. Aber er kommt Gott sei Dank nochmal zurückgefahren, um sich da den Schaden abzuholen. Er brennt auch und macht damit in Summe mit diesem einen Schuss 900 Schaden. Das ist einfach unglaublich schön und unglaublich viel. So, jetzt ist er gekettet worden, aber der ist so knapp, der muss der Schuss genau sitzen und er tut es auch. Und damit nimmt er den aus dem Spiel. So, jetzt kommt er endlich auf den Waffenträger und wir sehen leider keine Zerstörung hier. Da hat er ihn nicht eliminieren können. Vielleicht kommt es ja nochmal die Chance dazu. Seinen eigentlich vorgesetzten Tier 9 Panzer. In dem Fall, der war zu optimistisch. Da sollte es schnell gehen, aber... Wie sagt man so schön, Hudeln gibt schiere Kinder in Bayern. Also von dem her ein bisschen ruhiger, dann klappt es auch. Jetzt der IS-3, der hier hochfährt. Da ist er schon leider vorbei. Da hat er jetzt die Geduld, die muss er natürlich auch haben. Bringt jetzt hier nichts zu übereilen hier. Der Waffenträger nach wie vor so, dass er nicht rankommt. Also das ist, da fehlt immer nicht viel, aber so ein bisschen was. So, der Jagdpanther schießt da hinten auch mal wieder fröhlich mit. So, und was ist da nun möglich? Der 59 Patton vielleicht, also ein schönes Ziel.
Da könnte auch, wenn er sich richtig bewegt, bald rankommen. Jetzt aber. Ja, da geht er raus. Und dabei kriegt er 59 Petten. Mal ordentlich eine drauf. So, jetzt hat er den ersten Hit auch selber einstecken müssen. Und jetzt vielleicht endlich mal den Waffenträger, aber als ob er es riechen würde, der merkt, ah, da kommt er und der fährt nach vorne, aber hier ist der Schuss raus und die 15 Zentimeter brauchen, bis sie ankommen, aber wenn sie ankommen, tun sie gehörig weh. So, jetzt Richtung Skoda, der hat noch viele Hitpoints. Jetzt nicht mehr so viele. Na, und der nächste nimmt ihn dann auch raus. Sehr gut. Da ist halt der Nachteil, wenn der Autoloader im Reload ist, dann dauert es halt, bis er wieder wirken kann. Der Patton wollte da sich unbedingt rächen, fährt da schnellstmöglich drauf. Aber nicht hier mit dem Rheinmetall. Jetzt der Patton verschießt wieder und jetzt denkt sich der Rheinmetall, na gut, jetzt hast du es zweimal probiert, aber jetzt bist du fällig. So, und der T30, auch der hat noch schön viel Hitpoints. ...9:8, also das Spiel selber ist noch nicht wirklich entschieden. Da hinten auch noch der Leo PTA, der Jagdpanther, auch immer noch im Spiel. Ein kleines Wunder, so gesehen, schon fast so schnell, wie der auf seinen 90 Hitpoints nämlich runter war. Da hinten jetzt der AMX, da kommt er drauf, der AMX wartet da sehr lange. Ja, das dürfte das nächste Ziel sein und da ist er raus. Das sollte man halt nicht so lange warten und gucken, was passiert. Man sieht halt, irgendwann rächt sich das dann ganz schnell. So, Jagdpanther ist nun raus. Und jetzt kann er sich auf den Charioteer konzentrieren. Er schreibt Auto-Aim, lol. Also dafür brauchte man kein Auto-Aim, so lange wie er da gestanden ist. Leo PTA von links, Charioteer von rechts. Ja, der PTA schießt sogar auf ihn, prallt allerdings ab. Das ist ja schon ein Kuriosum in sich und da kommt er daher gesprungen. Schöne Einlage, aber bringt ihn leider nichts. Da bekommt er erstmal einen Treffer ab. So, und jetzt heißt hier ganz schnell zurückziehen, um nicht direkt das nächste einzustecken. Der PTA kommt da jetzt rum und jetzt den Nachladezeitpunkt gerade geschafft. Jetzt haut er. Oh, das war knapp. Da hat er ihn eigentlich vom Schaden her nicht zerstört, aber durch das Anzünden hat er ihn dann zerstören können. Sehr schön, damit auch der Krieger erhalten. So, da ist jetzt noch der T30 und der gegnerische Rheinmetall. Jetzt steht es 13:11 mittlerweile, also da sollte es jetzt eher schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht der Sieg wird. Der T30 fährt hier Richtung Waffenträger rum.
Das ist natürlich seine Chance, hier dem T-30 wiederum eine zu geben. Der T-30 ahnt nicht, dass da was kommt und kriegt den Schelle von hinten in guter alter Bud Spencer-Manier auf den Kopf. So, der T-30, keine Ahnung, wer den Minischaden gerade gemacht hat. Das muss wohl der T-30 gewesen sein. Allerdings, der Waffenträger hat es dann klar gemacht und den zerstört. Jetzt gibt es da noch den Rheinmetall. Gegen Rheinmetall, das könnte hier das Finale der Runde werden. Er wartet hier, bis er kommt, und da kommt er rum und er nimmt ihn raus. Sau gute Runde, 8136 Schaden gemacht, und weil das noch nicht genug war, hat er auch noch 1700 unterstützt. Feine Runde, Rheinmetall, jedes Mal ein Gedicht. Mir hat's gefallen, ich hoffe euch auch. 15 cm zum Glück.